Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Die Geschichte auf Tuchanga haben wir jetzt gelöst. Nathalie, hast du die Videos von dem Schlund gesehen, der den Reaper erledigt hat? Mann, da wäre ich gern dabei gewesen. Commander, Admiral Hackett hat ihre Hilfe bei einer Jägerbasis von Cerberus auf Noveria angefordert. Auf Noveria, okay. Noveria kenne ich aus dem ersten Teil noch. Wir schauen erstmal auf die Karte, was wir überhaupt haben. Bevor wir irgendwo hingehen. Scannen tue ich jetzt mit Absicht nicht, weil wir sonst die Reaper auf uns aufmerksam machen. Wir machen mal eine Nebenmission, würde ich sagen. Wir werden mal das proteanische Artefakt beschaffen. Und landen. Check auf jeden Fall. Oh fuck, habe ich jetzt nur Check mitgenommen? Oh oh. Scheiße, ich kann nicht mehr zurückgehen. Ach so, Check und Liara sind dabei, okay. Check, der heißt James. Eden Prime. Hier hat alles begonnen. Hier hat der Proteaner-Sender ihnen die Vision gegeben, die uns vor den Reapern gewarnt hat. Der Sender hat uns ein paar Jahre Vorbereitungszeit gebracht. Ohne ihn hätten uns die Reaper schon ausgelöscht. Genau, also könnte jedes andere proteanische Artefakt auf Eden Prime genauso wichtig sein. Und diesmal können Sie uns bei jedem Fund helfen. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, was Cerberus gefunden hat? Die Allianz hatte keine Details darüber, was Cerberus genau gefunden hat. Da die ursprüngliche Ausgrabungsstätte eine Warnung vor den Reapern enthielt, könnte es etwas mit dem Tiegel zu tun haben. Ich bringe Sie so nah wie möglich an die Ausgrabungsstätte ran. Wir werden mit Sicherheit entdeckt, aber ein paar Minuten haben Sie. Gut, danke. Gehört zum Service, Commander. Also gut, alle zusammen. Bereit machen. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte, bevor Cerberus weiß, dass wir hier sind. Kein Anzeichen von Überlebenden. Los, wir müssen die Ausgrabungsstätte finden. Das war früher eine wunderschöne Kolonie. Sie werden alles wieder aufbauen, sobald wir uns um Cerberus gekümmert haben. Die Stadt auf der Erde, in der ich aufwuchs, war brutal und dreckig. Das reinste Kriegsgebiet. Eden Prime hat das nicht verdient. Niemand verdient so etwas. Aber es wird sie stärker machen. Achso, Entschuldigung, der heißt nicht Jack, der heißt James. Jack war ja jemand anders. Unheimliche, stimmungsvolle Musik. Sehen Sie, Proteaner-Tech, die aus dem Boden heraussteht wie ein alter Knochen. Hey Doc, irgendeine Idee, was das ist? Von hier aus kann ich nicht viel sagen, aber es ist aus ihrer letzten Dynastie. Funktional, aber ohne den Zierat früherer Perioden. Die Archäologen haben sich immer gefragt, warum die proteanische Architektur gegen Ende einfacher wurde. Jetzt ist es klar. Sie waren so mit dem Kampf gegen die Reaper beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr für Ästhetik hatten. Ja, es muss ja nicht immer ästhetisch sein. Es kann ja auch einfach funktionell sein. Das ist schon mal nicht gut, wenn hier wieder Muni und so rumliegt. Dann wird es gleich losgehen.
Verarbeitungsupdate. Wir haben weitere arbeitsfähige Männer und Frauen aus den befriedeten Gebieten geholt. Die meisten Kolonisten akzeptieren die Geschichte, dass sie harte, aber ungefährliche körperliche Arbeit in einem Cerberus-Forschungslager auf der anderen Seite des Planeten leisten müssen. Und seit wir als Lohn die Essensrationen erhöht haben, gibt es auch kaum noch Beschwerden. Halten Sie diese Geschichte so lange wie möglich aufrecht. Wir haben zu wenig Leute, um die ganze Kolonie zu bekämpfen. Und wenn diese Familien wüssten, dass sie ihre Söhne und Töchter nie wiedersehen würden sie mit Sicherheit nicht mehr kooperieren. Shepard, diese Cerberus-Daten könnten den Kolonisten helfen, die in anderen Teilen von Eden Prime noch am Leben sind. Wie? Ich kann diese Infos an den Widerstand von Eden Prime übermitteln. Vielleicht helfen sie ihnen, Cerberus zurückzuschlagen. Cerberus, das sind so richtige Dreckbähne, sagt man bei uns. Ein Dreckbähn. Achso, hier vorne sind wir eh lang gekommen schon. Da! Das ist der Aufzug runter zur Ausgrabungsstätte. Bei der Göttin, das kann doch nicht sein. Das ist kein proteanisches Artefakt, sondern ein Proteaner. Es ist also eine Leiche. Nein, Cerberus hat einen lebenden Proteaner gefunden. Sie haben recht. Das kann nicht sein. Die Proteaner hatten eine sehr gute Stase-Technologie. Nur dadurch sind ihre Artefakte intakt geblieben. Cerberus hat das in einem unterirdischen Bunker gefunden, mit Energie. Er liegt seit 50.000 Jahren in Stase und wartet auf uns. Wir könnten so viel lernen. Was können Sie mir über Proteaner erzählen? Das Volk, nicht die Technologie. Die meisten Informationen über sie sind nur Schlussfolgerungen. Das Proteanerreich umspannte die Galaxie. Sie haben viele Spezies unterstützt, damit sie sich der galaktischen Gemeinschaft anschließen konnten. Unterstützt, ja? So wie die Salarianer die Entwicklung der Kroganer beschleunigt haben? Ja, den Ausgrabungsstätten auf dem Mars oder hier auf Eden Prime zufolge wollten die Proteaner, dass andere Spezies dazulernen. Sie waren sehr an Wissen, Wachstum und Zusammenarbeit mit dem Rest der Galaxie interessiert. Ha. Klingt das zu freundlich? Oder sind wir beeindruckt? So wie Sie das beschreiben, klingt das sehr nach den Asari. Meine eigene Wahrnehmung ist natürlich etwas verfälschend. Aber was die Proteaner auch waren, ein lebendes Exemplar ist eine unfassbare Gelegenheit. Was machen wir denn? Ein Proteaner, der seit 50.000 Jahren in Stase schläft oder was auch immer. Zum Glück haben wir eine Expertin. Ich tue, was ich kann. Wenn ein einzelner Proteaner in Stase versetzt wurde, könnte er der führende Wissenschaftler seiner Zeit sein oder der weiseste Ratgeber. Ach, Cerberus hat die Kapsel beim Ausgraben beschädigt. Die Lebenszeichen sind instabil. Holen wir ihn raus. Nein, das würde ihn töten. Wir brauchen das Befehlssignal, mit dem der Stase-Modus beendet wird. Außerdem müssen wir die Kapsel aufbekommen, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Cerberus wollte in den Laboren in der Nähe die Funde von der Ausgrabungsstätte erforschen. Da sollten wir anfangen. Achtung! Also gut, Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Es könnte aber auch ein durchgeknallter Soldat sein dort drin. Welche Technologie übersteht 50.000 Jahre?
Das ist schon heftig. Was müssen wir denn machen? Kapseldaten finden. Müssen wir noch mal ein bisschen rumschnüffeln hier. Truppeneinsatz-Update. Das brauchen wir nicht. Noch mehr Informationen, um den Kolonisten zu helfen. Je mehr wir finden, desto besser wird ihre Chance. More credits. Was ist da? Oh. Die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um einen Weg zu finden, die Kapsel zu öffnen. Hier ist aber nichts. Ach, hier ist noch eine Tür. Haben wir verloren. Die Reaper haben ungefähr 300.000 Lebenskapseln zerstört. Ein Drittel unseres Volkes. Alarm! Nordshot kann nicht dicht gemacht werden. Feinde entdeckt. Dann alle Kräfte nach Norden! Ich denke, ich kann das duplizieren und die Lebenskapsel öffnen. Sie haben das verstanden? Sie nicht? Nein, ich habe nur Rauschen gesehen. Cerberus hat versucht, es zu verstehen, ohne Erfolg. Der Proteaner-Sender. Das letzte Mal hier auf Eden Prime hatten sie eine Vision der Reaper. Das stellt ihren Geist so ein, dass sie ihre Sprache verstehen. Wie auch immer, ich habe das Video gesehen und wie die Lebenskapseln versiegelt wurden. Perfekt. Dann brauchen wir nur das Signal, mit dem sie den Stase-Modus aktiviert haben.
Das sind also die Proteaner gewesen. Die ging es genau, wie es uns jetzt geht. Die wurden einfach überrannt. Ob die da so nützlich sein können, man weiß es nicht. Okay, zur Kapsel zurück. Schon dabei. Also müssen wir noch ein paar Daten finden, wie es ausschaut. Ich dachte, ich kann einfach zur Kapsel zurück. Das war die Kantine. Informationen hat die Widerstandsbewegung von Eden Prime eine echte Chance, Cerberus von ihrer Kolonie zu vertreiben. Ich habe keinen Schimmer, wo ich noch schauen soll. Waren wir, glaube ich, schon. Hier in der Tür waren wir nicht, oder? Okay, da geht's raus. Ach du Kacke. Granate. Bestätige. Mach ich. Verstanden. Mach ich. Techniker, die haben sehr gute Schilder. Da, die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um das Signal zur Deaktivierung der Stase zu finden. Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns Millionen stark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stase-Kapsel. Victory, schicken Sie das Stase-Bereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Haben Sie das auch verstanden? Ja,
Ich habe das Signal, mit dem die Proteaner den Stase-Modus aktiviert haben. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Ihre Verstärkung ist okay. Da. Noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann. Sie haben die Brücke eingezogen. Wir müssen einen anderen Weg rüberfinden. Ach Gott. Okay, ich probiere das mal. Da drüben lang durch die Container und dann übers Dach wahrscheinlich. Irgendwie raus. Meine Herren. Wir probieren es hier.